Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Wendel 1974. Wir sind wieder bei Discworld, das ist Rincewind, das sind die, was weiß ich, 120 Zauberer, ich bin euer Mr. Wendel 1974. So, das haben wir soweit fertig, jetzt können wir auch das Gelände zum ersten Mal verlassen. Jetzt haben wir sozusagen hier mal alles, haben wir doch, ne? Ja gut, nee, stopp, die Küche. Die, war die hier oben? Warte mal, da war noch was. War die hier oben? Oder doch weiter runter? Ach, Rincewind. Wieso? Hör mal. Da ist die Küche. Danke. So. Erstmal nerven wir doch den Koch. So. Aha. Gestern gab's also Eiscreme zum Nachtisch, wie? Lego. Falls euch das interessiert, ich bin nicht so ein Nachtischfanatiker übrigens. Falls das irgendeinen interessiert und ihr dann mal beim Jauch gefragt werdet um die Millionen, dann wisst es. Antwort lautet nein. Ich dachte immer, dass Bananen ein gesünder wirkendes Gelb präsentieren. Davon habe ich bereits ein Exemplar. Okay. Und ich dachte eigentlich, dass er jetzt sagt, ich brauche keine Banane mehr, aber scheinbar schon. Sagt er da was anderes? Den Göttern sei Dank. Wenigstens gibt es hier einen Ausgang. So, dann quatschen wir mal mit dem Koch. Oder geht's da weiter? Ne, gut. Ihr geht mit Nahrungsmitteln um. Wahrscheinlich verdient er deshalb die Bezeichnung Koch. Das trifft leider auch in echt zu. Entschuldige bitte, darf ich dich was fragen? Verschwinde und keine Magie in der Küche. Noch okay. Ein Zauber an diesem Ort. Und ich beschwere mich beim Erzkanzler. Nun, wir sehen uns. Da muss ich doch mal eben Scheiße machen. Sonst wird das ja kein Let's Play von mir sein. Das funktioniert nicht. Ja. Was ist denn das, wenn ich das an uns benutze? So. Ja, ich tragen. Ne? Und Stab steht hier. So. Ihr geht mit Na. Entschuldige bitte, darf ich dich was fragen? Verschwind noch ein. Ja, das hat man schon. Ruhe. So, auf geht's. Bist du immer so verdrießlich? Nein, nicht immer. Ich kenne sogar einen Witz. Tatsächlich? Ja, was ist hässlich und hohl und hört sich an wie eine Glocke? Keine Ahnung. Was denn? Sieh nur, da drüben. Ach. Hast du die Nummer des Esels? Du bist sehr geschickt. Bestimmt sind deine Eltern stolz auf dich. Eigentlich wollte ich Zauberer werden. Aber dann fand man heraus, dass meine Eltern verheiratet waren. Nicht, dass die Eltern keine Geschwister waren. Das wäre doch so eigentlich so ein typischer Terry Pratchett-Witz. Faszinierend. Verlierst du nie einen Pfannkuchen? Aha. Was? Etwa aus dieser Bratpfanne? Dir scheint überhaupt nicht klar zu sein, was du mir da unterstellst. 27 Jahre habe ich studiert, um Gehilfe eines Kochs zu werden. Man gab mir erstklassige Noten für schwungvolles Drehen mit der rechten und linken Hand. Außerdem für den Umgang mit Schneebesen und Quirl. Respekt. Aha. Und wie hast du bei Umgang mit Gästen abgeschnitten? Nicht sehr gut. Hau ab! Hier kann ich das auch wieder erwähnen, was ich immer lustig finde bei diesen alten DOS-Produktionen, dass da unglaubliche Tonschwankungen sind. Haben die das damals ohne irgendeinen Tonregisseur gemacht? Der muss das doch nochmal abgenommen haben, aber gut. Man musste fertig werden, ne? Wir kennen das, wie heute eben auch. Nie zuvor habe ich eine schlimmere Küche gesehen.
Schlimmer wär's mit Wurst. Wurst? Wie meinst du das? Ich meine Wurst, so wie Würstchen. Wurst aus Würstchen? Eine schlimme Küche kann noch schlimmer werden, wenn man Wurst verwendet. Insbesondere die von Treib mich selbst in den Ruinschnapper. Selbst ihm fiel es schwer, hier für Schlimmeres zu sorgen. Beobachte nur die Pfannkuchen. Es wirkt sehr beruhigend. Na gut, den kennen wir ja aus der Demo. Nun, wir sehen uns später. Gut. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich da machen soll, aber das wird mir schon irgendwie einfallen. Aber wenn der so labert, vielleicht brauchen wir dann tatsächlich noch einen Pfannkuchen. Aber jetzt können wir jetzt endlich mal nach draußen. Da, wo die Frischluft ist. Ich nehme das hier übrigens auf, wo wir gerade draußen minus 7 Grad haben. Ich möchte das einfach nur mal so erwähnen. Minus 7 Grad und ich sitze hier und mache für euch die Videos. Gut, im Warmen, aber trotzdem ist es minus 7 Grad draußen und ich mache hier Videos. Ja, einfach mal hier so Respekt in die Kommentare oder so. Bin damit wenig zufrieden. Jetzt würde ich auch bei YouTube keine Videos machen. So, haben wir da irgendwas schon? Ach, die gute alte UU. Ich frage mich, warum sie so hohe Mauern hat. Damit nichts hineingelangt? Oder soll verhindert werden, dass etwas aus ihr entkommt? B. Dann weiß man jedenfalls, wo die Zauberer sind. Zauberlehrling, okay. Nun, mein letztes Bad liegt schon eine ganze Weile zurück. Okay, kann ich da irgendwas machen? Das funktioniert nicht. Das ist mein Lieblingssatz. Was ist das denn? Pflaumen, erstklassige Qualität, wirken garantiert verdauungsfördernd. Igitt! Meine Güte, ich dachte, die Lehrlinge sind alle an Pfähle gefesselt. Wie öffnet man das Tor? Man hat die Dingsbums geändert, die Handbewegungen. Es ist ein ganz neuer Zauber. Dann zeig mir den neuen Zauber. Ausgeschlossen. Er ist geheim. Simon! Das ist der junge Simon. Ohne Scheiß, das ist die Synchronstimme von Simon the Sorcerer. Wie geil ist das denn? Nee, den will ich eigentlich gar nicht Doch, will ich schon. Doch. Wir tun es ja für die Quote. Wir tun es ja für den Klick, für den Augenblick. Schönes Wetter. Warte nur, bis der Unterricht in Sturmbeschwören, Regen machen und Blitzschleudern beginnt. Okay. Warum stelle ich auch diese Frage? Darauf läuft's also hinaus, wie? Du stehst hier den ganzen Tag rum und wirst dafür bezahlt, Pflaumen zu essen. Ja, jemand muss in den sauren Apfel, beziehungsweise die Pflaume beißen. Und jetzt die Handbewegungen. Ja, ja, meinetwegen. Lass sie einfach so wackeln. So einfach ist das Rätsel? Okay. Auf diese Weise. Okay. Es ist fast richtig. Versuch's mal so. Auf diese Weise. Alles klar. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich lege mich ein bisschen aufs Ohr. Und das Tor? Sollst du es nicht bewachen? Auch ein Wächter braucht mal eine Pause. Bin doch kein Arbeitstier. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Was isst du da? Pflaumen.
Nur eine Kleinigkeit, damit die Kaumuskeln bis zum Mittagessen nicht aus der Übung kommen. Darf ich eine probieren, bevor ich gehe? Oft sorgen Pflaumen sogar dafür, dass man rennt. Nun, die Antwort lautet nein. Geiz halt! Nun, wir sehen uns später. Das funktioniert nicht. Was kann man denn mit dem Frosch machen? Vermutlich ein angehender oberster Hirte. Okay. In diesem glitschigen kleinen Kerl steckt erhebliches Potenzial für einen obersten Hirten. Dann fangen wir mit ihm eine Karriere an. So. Und wo ist der Knauf? Wieso hat diese große Tür keinen Knauf? Das hast du gerade schon erfahren. Können wir die denn jetzt öffnen? Ja, können wir. Oh! Map! Ankh-Morpork, durch den Fluss Ankh geteilt, ist die älteste Stadt auf der Scheibenwelt. Eigentlich sind es zwei Städte, das verrottete Ankh auf der einen Seite und das verpestete Morpork auf der anderen. Das sind doch gute Aussichten. Auch wenn die Pest sich recht demokratisch verhält und fast die gesamte Stadt bedeckt. Man sagt, dass alle Straßen nach Ankh-Morpork führen. Tatsächlich ist das falsch. In Wahrheit führen alle Straßen von Ankh-Morpork fort. Alle auf der Flucht, oder wie? Okay, das war wieder Telekolleg Scheibenwelt. So, was haben wir denn hier? Palast. Park. Stadttor. Was ist das? Straße? Ist das die einzige Straße? Okay. Schatten. Gasse, Straße, okay, Platz. Also hier ist mehrere Sachen. Komm, fangen wir doch einfach mal. Straße. Wie geil ist das denn? Okay. Fangen wir mal den Platz an. Reannueller Wein. Kostproben im Weinkeller, hier schmeckt's gut. Interessenten werden aufgefordert, einen Tag vor der Weinprobe einen Eimer zu bringen. Verloren. Kleiner Hund hört auf den Namen Gespot. Redet zu viel. Der Finder wird gebeten, ihn zu behalten. Noch verstehe ich den Gag nicht. Gesucht wegen Brandstiftung. Der Verdächtige wiegt etwa 3 Tonnen, ist rund 6 Meter lang und hat viele Schuppen. Belohnung nur dann, wenn er totgebracht wird. Okay, ich weiß, was wir suchen. Okay, das sind die Alten. Oh, Crocus gittus. Man findet sie oft in Gärten, erstarrt und langweilig. Ist er einer? Ein was? Einer von ihnen? Du weißt schon. Was? Mit einer Peitsche? What? Ja, einer von ihnen. Falscher Wahrscheinlich. Club. Er trägt einen Hut. Nun, ich nehme das nicht einfach so hin. Junger Mann, bist du einer von ihnen? Was auch immer du meinst. Wir fangen vorne an. Ich weiß nicht genau, was... Ja oder nein? Oh, na schön. Ja. Komisch. Er geht nicht wie einer. Das ist schwer zu sagen, wegen des Kleids.
Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt. Hier geht es um humorvolle Missverständnisse, ja? Wie bitte? Ich falle nicht darauf herein. Du bist ja auch pfiffig. Ich bezweifle es. Mit einem Kleid. Ihr nehmt völlig normale Bemerkungen und versucht, einen Witz daraus zu machen. Ach, komm schon. In unserem Job gibt's kaum was zu lachen. Kann ich mir denken. Wir brauchen nur ein bisschen Spaß. Dies mag kaum der Rede wert sein, aber es ist immer noch besser, als bis zu den Knien im Blut zu stehen. Worin besteht euer Job? Wir sind Helden. Natürlich. Ihr wollt Helden sein, dass ich nicht lache? Es scheint dir ohnehin an Humor zu mangeln. Bitte? Ich meine, ausgerechnet ihr tötet Drachen und so? Wir haben Dutzende von den Biestern erschlagen, als wir noch jung waren. Wenn du dich ebenfalls für einen Helden hältst, so willst du bestimmt aufbrechen, um den Drachen zu suchen. Lass dich von uns nicht aufhalten. Verlier keine Zeit. Das ist ja nett. Ich habe keine Zeit verschwendet, als es darum ging, den gefürchteten Offler-Tempel zu stürmen. Komm, werden wir mal wieder ein bisschen lustig. Einer von Ihnen. Nun, kommt ganz drauf an, wer das wissen will. Wer wohl? Wir? Die frechsten, forschersten und furchtlosesten. Hüte und Peitschen. Und Gold. In Tempeln. Natürlich. Was? Missionare? Nein, die anderen. Gefährliche Einheimische. Mit Spinnen und Schlangen. Igittigitt. Echt scheußlich. Ich glaube, ihr solltet noch einmal von vorne anfangen. Hör gut zu, junger Mann. Wir sind legendäre Helden. Und deshalb sperr die Ohren auf. Du kannst hier sicher was lernen. Übrigens, wenn du es wissen willst, wir sind zwar frech und forsch, aber nicht immer furchtlos. Es tut mir auch ein bisschen leid, diese traurige Geschichte hier. Wie? Es hängt alles vom Schicksal ab. Ja, ich bin jemand, der auszog, um sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Woraus bestand es? Vielleicht aus Holz? Wie bitte? Das Schicksal. Wenn das Schicksal aus Holz besteht, kann man ihm leicht eine neue Form geben. Man braucht nur ein Messer dazu. Und man kann es lackieren. Oder Elfenbein lässt sich schnitzen wie Holz. Sag das nicht den Elfen. Heutzutage findet man kaum mehr Elefanten. Und Eisen? Aus Eisen ließe sich ein mächtiges Schicksal schmieden. Zu schwer. Holz ist am besten. Was? Damit wäre alles klar, junger Mann. Dein Schicksal sollte aus Holz sein. Nun meide besser die Wüste. Dort gibt's Termiten und die könnten dir das Schicksal zerfressen. Für diesen verbalen Scherz musste ich meine Fantasie ganz schön bemühen. Wow, extrem lustig hier. Hör mal. Also, Schenkelklopfer-Alarm 2.0. Holz, heißt das denn, Rincewind befindet sich auf einem Holzweg? Oder sind das die Bretter, die die Welt bedeuten? Ich glaube, sonst fällt mir jetzt die weitere Analogie mit Holz. Außer der legendäre Song. Natürlich nicht. Bin nie einer von ihnen gewesen. Er sieht nicht wie einer von ihnen aus. Er trägt ein Kleid. Das ist ein guter Hinweis. Das war jetzt nicht so ergiebig. So. Nun, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich glaube, das Schicksal ruft mich. Und dem müssen wir natürlich folgen. So, was haben wir denn noch hier? Ah, da geht noch weiter. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Psychiatriker?
Die Kunst der Beschilderung scheint schon seit langer Zeit tot zu sein. Okay. Schnapper, Tomate. Hallo? Gut, dann würde ich sagen, das allein war schon... wie ich denn da reingekommen? Wieder raus? Hallo? Ich will da raus! Ich gehöre nicht hin! So. Ich fürchte mich auch sehr im Dunkeln. Das war Folge 4. Dann würde ich sagen, machen wir in Folge 5 weiter. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Leute, die ich zulabern kann. Ich bin mal gespannt, ob das so weiter so Dialog-heavy bleibt, weil so Dialog-heavy habe ich es auch nicht mehr in Erinnerung. Werden wir noch irgendwie gar nichts zu tun bekommen, außer mit jedem Pannemann hier erstmal 10 Stunden quatschen hier, bis der nicht mehr weiß, wie er heißt. Aber egal. Das kommen wir in meinem Naturell ganz gut zurecht, denke ich. Irgendwie. Sehen wir uns in Folge 5. Bis dann. Tschüss.